Hallo. Herzlich willkommen zu im 249. Ich glaube, Folge von Project Insta 3. So, heute hatte ich ja gesagt, wir wenden uns ein bisschen Witchery zu. Und das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich einen Haufen Dinge fehlen. Also es hieß ja, ich soll Witchery machen. Also machen wir jetzt. Ich muss niesen. Das ist doch nicht wahr. Okay. Ah. Ach, guck mal, Stückchen. Ah. Okay. Entschuldigung. So. Das heißt, wir brauchen jetzt hier so ein paar Dinge. Was ich halt gerne machen würde, um Flip zu ärgern, ist eine Scarecrow Disorientation. Scarecrow ist relativ einfach. Mensch. Scarecrow Disorientation. Ich wollte es mir nebenbei öffnen. Ich habe es leider jetzt vergessen. So, diesen Fetisch brauchen wir. Das heißt, wir brauchen das Fetischbuch. Habe ich das? Ich glaube ja, ne? Fetischbuch, wunderbar. Das hatten wir ja schon mal gemacht. So, Disorientation, genau. Spirit 3, Poltergeist 2. So, Spirits. That spawn and fly around the spirit in the spirit world. Okay, das heißt, wir brauchen Schlafpotion. Und wir sollten uns vielleicht einen Dreamcatcher machen. Wobei, ich glaube, den kriegen wir nicht vorher. Oder? Moment. Ach nee, wir können ja gar nicht. Moment, wir kriegen das doch. Warte mal, wir haben Icy Needle. Wenn wir darüber gehen, müssen uns irgendwie ein Item. Können wir uns schicken. Wir packen unser Item voll. Unser Item. Unser Inventar voll. Und packen das Eerie Interface, packen wir hier oben. Achso, das zu. Ja, können wir auch hier machen, dass wir hier noch irgendwas reinlegen ins Interface. Was im Endeffekt ein Ender Chest ist. Dieser Ender Chest enthält dann die wichtigsten Items von uns. Damit wir in dieser anderen Welt dann überleben können. Okay, a ghost player can kill a sleeping body. Okay. Can return to the spirit world, losing an icy needle. Okay, das ist falsch, meint. Hier muss ich gucken. Das heißt, entering spirit world. Also Spirits brauchen wir 3 Stück davon. Okay, also wir müssen das Ding dann im Endeffekt kaputt machen. Das heißt, wir brauchen einen Teil aus der Spirit World. So, und dann gibt es noch diesen Dreamcatcher, weil wir haben das Problem, dass wir, wie heißt es, Nightmares bekommen können, also Albträume. Das heißt, wir müssen... you can place, okay, nearby before sleeping, heaven, a pool of flowing spirit and wispy cotton nearby also has. Brew of flowing spirit. Brauchen wir da irgendwas aus dieser anderen Welt? Ich glaube ja, ne? Also was ich halt gerne machen möchte, ich möchte gerne Tools mit rübernehmen können. Also das heißt praktisch, wir machen uns einen Beutel zusammen. Und sorgen dafür, dass wir uns damit was bestellen können. Also im Endeffekt, Remote Orderer brauchen wir nur drüben. Und dann setzen wir uns dort das Zeug so auf, dass wir alles benutzen können. Moment. Also Wispy Cotton finden wir nur da drüben. Okay. Das ist das eine. Brew of Flowing Spirit. Okay, warte mal. Brew of Flowing Spirit. Spanish Moss, Glintweed, Pool of Badge. Okay, wir brauchen Wispy Cotton dafür. Okay, das heißt, wir müssen trotzdem in die Spirit World zuerst. Und diesen Dreamcatcher. Ups. Dreamcatcher. Können wir den schon vorher machen? Night Vision und Poison, das ist das Problem. Diamant auf das. Das ist. Das und
Das sollte klappen. Machen wir uns diesen Dreamcatcher. Damit wir keine Nacht, keine bösen Träume haben. Ja. Und dann fangen wir uns diese Spirits ein. Dann brauchen wir aber immer noch Poltergeist. Poltergeist. May appearance moaning other spectral undead. They're invisible. Das hilft mir gerade gar nicht. Okay, wir versuchen erstmal in diese Welt zu kommen. Okay, machen wir das erstmal. Das heißt, wir setzen uns mal in diesen Dreamcatcher als erstes. Das heißt, wir brauchen eine Distillery. Okay. Ein bisschen Erfahrung habe ich nämlich trotzdem noch mit, mit Witchery. Also ein bisschen was weiß ich noch. Haben wir noch Rowan-Zepplinge? Ich glaube, wir haben nie welche gemacht, ne? Nee, okay. Wir brauchen Mutantes. Habe ich davon gehört? Fünf Mutantes, die werden nicht reichen. Egal. Bevor ich das jetzt mache, ehe ich mich da jetzt Ewigkeiten hinsetze. Das war schon das Spawn ausgewählt. Also. Okay. Dann fliegen wir einmal zu Pirbel. Der nimmt uns ja eh nicht übel. Der hat ja Witchery-Zeug gemacht. Der hat ja auch sein komisches ganzes Zeug da. Hat auch schon eine Distille. Okay. Sonst benutzen wir einfach das. Im Endeffekt, ich möchte dieses ein Ritual machen. So. Da kommen wir nicht rein. Soll uns aber nicht dran hindern, einfach von oben irgendwo reinzufliegen. So. Ups. Hä? Also. Ach, die Dinger waren ja für ihn. Achso, da kann ich ja. Den kann ich doch nicht. Aber er hat doch sicher hier irgendwo. Oh. Ah, mein Rücken. Ah, Gott. Irgendwo doch sicher. Huch, das reicht ja schon. Mehr brauchen wir nicht. Okay, gut. Ja. Wir haben auf jeden Fall schon mal den Dreamcatcher fertig. So. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch das... Ach nee, wir brauchen doch das Türp. Okay, also wir brauchen einen Albtraum dafür. Okay, wir müssen erst einen Albtraum machen. Frage. Wie kriege ich das Zeug zurück? Very few things can pass it or return from the world. Keep in mind that heading there, ice needle always stays in inventory. Okay, wispy cotton, blah blah, can pass. Okay. 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 Thirkle Magic does not function. Okay, also wir brauchen im Endeffekt jetzt eine Bruce of Sleeping. Okay, da brauchen wir eben bis... Ach du Scheiße. Okay. Ich guck mal ganz kurz, was ich schon habe. Nichts. Gut. Außer das Diamond Vapor. Okay, dann starte ich doch nochmal Purple einen kurzen Besuch ab und guck mal, ob der noch irgendwelche Setzlinge hat. Ehe ich jetzt da Ewigkeiten rumprobiere, wäre es vielleicht gar nicht so doof. So. Hier nicht. So. Da. So. Nein. Der muss doch irgendwo... Hat er wirklich seine kompletten Witchery-Sachen, auch Setzlinge und alles in diesen Kisten drinne? Warum macht er sowas? Ich meine, die Setzlinge verstehe ich jetzt echt nicht. Okay. Okay, Mutanis. Brauchen Mutanis. Mandrake, okay. Excel of the Horn One. Ich will nochmal ganz kurz gucken, ob Purple da noch irgendwas hat davon. Bevor ich jetzt. Wie gesagt.
er spielt nicht mehr und ich jetzt da 10 Jahre sitze. Ja, dann ein paar. Okay. So, dann brauche ich nämlich einfach nur diese Wartezeit haben wir jetzt nicht. So, das heißt, wir brauchen jetzt. Das war den nicht. Egal. Ah ja. Haben wir noch Mandrake Root? Nee. Aber ich weiß, wer welche hat. Falsch. Ich muss hier lang. Da. So. Jetzt laufen wir zum dritten Mal zu Purple und haben effektiv bisher noch nichts mitgenommen. Oder es hat uns nichts genützt. So, Mandrake. Mandrake. Jetzt muss ich ihm das ja wieder neu. Mensch. Einmal ganz kurz hier wieder, damit ich Gras wachsen kann. So. Okay, nochmal. Na komm. Da. Okay. Bellathorn, Mandrake. Oh nein. Guck mal, wo festhängt. Huch. So. Jetzt habe ich natürlich so eine Wasserartischocke mitgenommen. Die wollte ich nicht. Da bitte. Okay. Und das wäre Sophie. Okay. Das lässt sich anscheinend nicht so leicht besiegen. Dann machen wir. Nicht Frost. Schock. So. Okay. Diese blöden Viechter. Niemand mag sie. Huch. So. Okay. Na dann. Wir brauchen das. Yay. Ich nutze jetzt einfach, wie gesagt, Pöbels Zeug, ehe ich da jetzt selber Ewigkeiten setze. Okay, wir haben etwas Mutantes bekommen. Das Bluebot, wunderbar. Okay, es ist doch reihenfolgenabhängig. Und Günther da hinten. So. Achso. Blubber noch nicht. Jetzt das. Okay. Da haben wir ein bisschen Mutantes. Das sollte hoffentlich für einen Moment reichen. Ach komm, einmal machen wir noch. Wir haben es ja einmal. Huch. Stimmt, man kriegt ja gar keinen Schaden daraus. Ist ja nicht so wie bei Thaumcraft, wo man dann Schaden auf dem Kessel noch bekommt. So, okay. Das heißt, wir können dann schon mal anfangen, uns jetzt die Bäume, die wir brauchen. Ich muss also jetzt gucken, was brauchen wir. Wir brauchen... das ist nicht das Problem. Wreath of Magic, also wir brauchen einen Rowan Sapling. Das brauchen wir zweimal, das ist egal. Und dann brauchen wir Hawthorn. Und die Snowbell ist im Endeffekt ja das Ergebnis dann. Okay, ich nehme mal die Snowbell hier schon mal mit. Beziehungsweise. So. Kann ich die dann einfach. Ne, Moment. Habe ich irgendwas verpasst? Icy Needle. Achso, es kommt nicht immer raus. Okay, gut. Das heißt, wir müssen einfach mal Purples ganze Snowbells abernten. Wir hoffen, dass da irgendwo ein Icy Needle rauskommt. Da haben wir eine. Wunderbar. Da haben wir keine. Okay, dann züchte ich die mal zu Hause jetzt schnell. Okay. Weg. Und ab nach Hause. Alles klar. Dann. Nee. Das Ding. So. Hier. Weed. Geil. Unkraut. Super. Ciao. Okay. Dip. Wir haben ja eigentlich genügend Bone Meal. Von daher. Kannst du machen. So.
1, 2, 3, 4. Dup, 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 dup. So. Ist noch eine. So, 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 so. Nein. Okay, wir haben jetzt 5 Icy Needle. Die brauchen wir dann auf jeden Fall ja noch zum Aufwachen, wenn wir in dieser Welt sind. Das heißt, wir müssen in diese Welt gehen, dann müssen wir da dieses komische Cotton finden, dieses böse Cotton. Müssen das mitnehmen. In unsere normale Welt. Müssen dann da draus uns einen Dreamcatcher machen. Und dann nochmal in diese Welt. Meine Upi. Böse Uhr. So. Okay. Das ist alles voll. Aber. Weg. Okay, jetzt haben wir 9 Icy Needle. Das sollte erstmal für den Moment reichen. Gut. Das kannst du weg. Das kann auch weg. Water, die Schocken werden wir wahrscheinlich auch noch brauchen. Witchery haben wir, Water Artischocken Seeds haben wir, Mandrake hätten wir auch noch. Aber das brauchen wir erstmal nicht. Bellathorn kommt dann auch drauf an. Ich weiß auf jeden Fall von Water Artischocken, von daher machen wir uns da mal ganz kurz hier noch aus dem letzten Baum mir was. So, und das braucht jetzt mehr als einen. Ja, egal. So, okay. Mutandis, schnell wieder, komm weg. Spanish Moss. Ah, ich hätte mir eine Schere abbauen sollen. Ich depp. Okay. Entschuldigung. Das war jetzt so dieser Effekt. Hey, guck mal, da ist es ja. Super, klasse, gleich mitnehmen. Ich bin wieder falsch gescrollt. Ich wollte die Schere haben. Mann. So, das Ding kann ich so mitnehmen. So, Schere. Okay. Haben wir auch schon. Da haben wir den. Den haben wir auch schon. Und ich baue ihn trotzdem ab. Egal. Acacia, Glintweed, das nehmen wir auch nochmal mit. Das brauchen wir auch. Glintweed. Ach komm, nehmen wir mit. Ja. Ja. Aber wir haben Rowan und Hawthorne. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, wir können damit schon mal arbeiten. Kann ich die auch instant wachsen lassen mit hier meiner Hof-Growth? Bitte sag ja. Na gut, instant ist was anderes, aber. So. Dann jetzt schnell. Brauchen wir hauptsächlich. Achso, stimmt. Wir haben ja Fast Leaf Decay drauf. Ich brauche ja eigentlich nur den Stamm wegzuhauen. Huch. Also. So. Gut, das hätten wir auch. Das machen wir jetzt noch 2-3 Mal. Jetzt habe ich da wieder einen Boden weggehauen. Super. Mal gucken, ob vielleicht hier so ein wunderschöner End mal spawnt. So. Problem hat man ja mit der Goldautomatisierung, die wir da gemacht haben. Das war ja auch, wo dann die Ents immer gespawnt sind, die wir dann killen mussten. Dann, ach. So. Weiß noch, wie wir die schönen Lava gezogen haben. Ach, das war schön. So. Muss erstmal reichen. Oh, da ist ein End. Hi. Macht sich selber Schaden. So, warte mal. Schwert. Ich glaube, mit einer Axt war das effektivste, ne? Weil es ein Baum war. Yay, wir haben dieses komische Ding bekommen. Diesen Twig. End-Twig. Das kann erstmal weg. Okay. Ich wollte gerne auf 32 gehen. Von dem Rowan Sapling. Okay, haben wir geschafft. Dann das gleiche jetzt nochmal für Hawthorne. Ich
weiß gar nicht, ob da auch entspawnen oder nicht. Weiß ich gar nicht. Spawnen die eigentlich von allen? Wäre vielleicht gut zu wissen. Egal. So. Oh Gott, das ist ein großer geworden. Haben wir alles? Nee. Okay. Gibt wenigstens mehr Setzlinge. Brauchen wir eh. So. Okay. Nalala. Dann. Nehmen wir diesen, ne? Will ich mal ganz kurz gucken? Moment. Ich wollte noch auf was eingehen. Es ist jetzt eigentlich zu spät. Und zwar wurde in die Kommentare noch was geschrieben. Und zwar von wegen, dass ich doch mal wieder Mottohaft bauen soll. Dazu habe ich mir was überlegt, was ich wahrscheinlich irgendwann mal machen will. Das hatte ich ja auch schon mit euch abgesprochen. Aber das kommt dann noch. Also es ging hauptsächlich drum, was war jetzt der Bau mal wieder modderhaft? Eine Bergbaugrube und mit Immersive Engineering und Railcraft, da bewegt sich am Ende auch mal was. Das ist praktisch ein bisschen schöner aussieht. Da kannst du auch mal zeigen, wie du das baust. Ich werde es wahrscheinlich ohne Mods machen, also mehr jetzt Vanilla Minecraft, aber das habe ich ja schon mal angekündigt, dass ich sowas noch machen möchte und das möchte ich auch sehr gerne sehr bald machen. Aber ja, im Moment ist es so ein bisschen Zeit, vor allem da ich jetzt auch noch was anderes angefangen habe, was ihr dann, warum habe ich Kürbisse dabei? Was ihr dann irgendwann diese Woche sehen werdet. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr das weitersehen wollt oder nicht, also wie es ankommt allgemein. Das wäre mal interessant. Aber noch nicht so viel voran. So. Nein. Brew of Sleeping. Also, was ich halt sagen wollte, im Endeffekt, meine Idee war, dass wir dann sowas Bauenmäßiges noch machen. Und zwar viele Dinge hatte ich mir überlegt. Das Problem ist nur, fürs Bauen, wie soll ich sagen, und es doof klingt, beim Bauen brauchen wir in dem Moment so ein bisschen, was weiß ich, Inspiration und alles Mögliche. Im Modern Minecraft ist es so, wenn man was automatisieren will, okay, dann hat man einen Plan, wie man es automatisieren will. Ende. Beim Bauen ist immer noch im Endeffekt mehr, wie machst du es jetzt? Und praktisch, es hängt in meinen Augen auch viel damit zusammen, praktisch, ist man, in was für ein Gemütszustand ist man gerade, so innerlich. Und wenn man halt nicht irgendwie Bock hat, irgendwas zu bauen, was Schönes, dann ist es doof. So, also wir brauchen Clay Jars. Weil man dann auch wirklich nichts auf die Platte kriegt. Falls das irgendwie Sinn macht. Moment, die Dinger waren so, ne? Ja. Okay, machen wir schnell das Deck. Mein Auge juckt. So. Okay. Ich will auch mal gucken. Ich hoffe, ich vergesse das nicht wieder. Also vergessen ist relativ, aber ich hoffe, ich nehme mir mal die Zeit, das alles durchzugucken. Und zwar habe ich sehr viele Rainbow Six Momente. Weil mir jetzt von vielen Sachen mal gesagt wurde, warum schneidest du das nicht mal zusammen und machst das als Video oder veröffentlichst nur diese Videos direkt praktisch, dass ich, was weiß ich, mal ein 2-3 Minuten Video habe, wo es im Endeffekt mal eine schöne Szene aus Rainbow Six drin war. Da muss ich mal gucken. Ja. Das. Habe ich keinen Witches offen mehr? Ach, weil ich Witch falsch geschrieben habe. So, okay. Kohle. Brauchen wir noch. Okay. Also. Sleeping. Davon brauchen wir ja dann mehrere, denke ich mal. Also, davon kriegen wir 3. Okay. Dafür brauchen wir Hawthorn dann. Okay. Und das andere ist Wizard of Magic. Das heißt warten. Ah, schön. Geil, warten. Jeder mag das. So, ich guck gerade mal auf die Uhr, wie lange wir schon. Okay. Gotcha. Ach ja. So. Und jetzt gucken wir uns diesen Witches Oven 10 Jahre lang an. With of Magic, schön. So.
mal einfach nochmal ein. So. Okay. Dann Hälfte davon, Hälfte davon. Schwupp, schwupp, schwupp. Okay, ja, das kann ich mal hier einpacken. So. Na dann. Das kann jetzt einen Moment dauern. Sleep. Sleep. Ja. Na, und ihr habt auch Wochenende, hoffe ich, mal gut überstanden. Jetzt, ach Gott. Wenn die Folge rauskommt, ist ja Montag, ne? Na gut. Aber wahrscheinlich, wenn ihr die Folge seht, habt ihr den Montag schon hinter euch. Also von daher, alles gut. So, hey, wir haben das Ding. So, also einmal, warte mal, was gibt irgendwas mehr? Okay. Das ist egal. Also gehen wir einmal ganz kurz zu Emma. Wo ist Emma? Da ist Emma ist weg. Emma ist weg. Jemand hat Emma geklaut. Hab ich denn noch? Ich hab doch irgendwo noch ein Lasso, oder? Da. Haben wir hier durch Zufall eine Emma? Hier. So. Nein, Huhn. So. Ich muss es von unten machen. So, wo war denn das? Das war hier. Gott, diese ganzen... Wir haben es ein bisschen übertrieben, ich gebe es ja zu. Das war mit Export-Bus, ne? Ja. Also... Hier rein. Nicht. Achso, ich hab's ausgemacht, deshalb. Jetzt droppt das nämlich wieder überall hin. Ja, ja. So, aus. Reicht. Und flug. Okay. Den Trick brauche ich erstmal nicht. Okay. 1, 2. Ne, 4 brauchen wir. So. Und. Nein, das ist falsch. Das wollte ich nicht. Weil da brauche ich 2 von den Dingern. Hier brauche ich nur 1. Was keinen Sinn macht, weil für einen Kuchen brauche ich 3 Milcheimer. Weiß nicht, wer sich das Rezept ausgedacht hat. So. Okay. Wir brauchen noch das Ding. Dafür brauchen wir Kettle. Der gemeint? Ich weiß nicht, welcher Kettle damit jetzt gemeint ist. Ich denke, der Bucket. Brauchen wir einmal Lava schnell. Habe ich da nicht eben einmal reingesch... Ach nee, ich hatte... Ja, nein, ach, ich bin doof. Hä? Was? Warte. Wo gehen die Eimer hin? Ich glaube, ich weiß wo. Das sind die Eimer, die wir jetzt als Milcheimer haben. Der hat das wieder aufgefüllt, denke ich. Egal. So, Mensch. Ist egal. Lava. Okay. Das einmal da. Das einmal da. So. Stone. Okay, Kettle. Achso, wir brauchen noch so ein komisches Cauldron-Ding da wieder. So. Wunderbar. So, das Ding braucht dann noch Feuer. Also Netherrack.
und Flint ins Stil. Und ich glaube, deshalb werden wir Fire Spread auch nicht anmachen können, weil Purple hat da vorne ja ein bisschen. Warte mal, Fire Spread ist aus, ne? Fire Spread ist aus. So, muss ich da Wasser einmachen? Anscheinend ja. Okay. Sleep. So. Brew of Love. Okay, Poppy Water. Okay. Haben wir ein Lily Pad? Nein. Haben wir eine Water Artischocke? Ja. Ups, nein, Mensch, das Ding ja. Golden Carrot können wir machen. Kakaobohnen haben wir auch. Poppy, haben wir eine Poppy? Haben wir auch, wunderbar. Das kann man alles weg hier. Ich nehme jetzt mal alles, was wir brauchen. So, einmal das da. Jetzt habe ich schon wieder den Rest vergessen. Es tut mir leid. Goldene Karotte, einen Wreath of Magic. Goldene Karotte und Lily Patch. Okay, die Karotte können wir machen. Ja, Carrot. So. Dann brauchen wir noch Lily Patch. Dann würde ich sagen, wir machen das nicht mehr diese Folge, sondern nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich werde bis zum nächsten Mal eine Seerose suchen. Und dann können wir hoffentlich schön loslegen, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Noch einen schönen Tag, Woche, was weiß ich. Je nachdem, wann ihr wieder einschaltet und ob ihr wieder einschaltet. Ja, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Ich muss da irgendwo eine Seerose geben. Aha. Gut. Tschüss.